Verena, Demirkan und Ingo Appelt. Ihr seid ja auch da. Hier sehe ich euch. Vielen, vielen Dank. Und herzlich willkommen auch von mir, liebe Kölnerinnen und Kölner, liebe Gäste und natürlich auch liebe Genossinnen und Genossen. Schön, dass ihr alle da seid. Noch 2 Tage bis zur Wahl. Wir sind im Endspurt. Wir kämpfen um jede Stimme für die SPD und für Olaf Scholz. Und warum wir Olaf Scholz als Bundeskanzler haben wollen und die SPD als stärkste Partei, darüber wollen wir jetzt hier im Talk sprechen. Und ich freue mich sehr, dass die beiden Personen hierher gekommen sind, die letztes Jahr bereits der SPD vorgeschlagen haben, dass Olaf Scholz unser Kanzlerkandidat wird. Sie sorgen dafür, dass die SPD geschlossen ist und sie sorgen dafür, dass wir gemeinsam dafür kämpfen, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Ein ganz herzliches Willkommen an unsere beiden Parteivorsitzenden, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, der ja auch in einem Studio heute hat. Ja, und auch für unseren nächsten Gast ist es hier ein Heimspiel. Bitte begrüßen Sie Ihren Abgeordneten für Chorweiler, Ehrenfeld und Nippes, den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Deutschen Bundestag. Ein ganz herzliches Willkommen an Rolf Mützenich. Und in dieser Talkrunde darf natürlich einer nicht fehlen. Es ist derjenige, der seit über einem Jahr auch hier dafür sorgt, dass unsere SPD-Kampagne läuft, dass sie so fantastisch läuft, dass der Wahlkampf sehr gut läuft. Bitte begrüßt nochmal und einen großen Applaus bitte an unseren Generalsekretär Lars Klingbeil. Schön, dass ihr alle hierher gekommen seid. Und meine erste Frage geht gleich an Saskia. Saskia, als ihr im letzten Jahr am Wahlprogramm gearbeitet habt, habt ihr gesagt, wir brauchen sozialdemokratische Antworten für die Zukunftsfragen unseres Landes. Was steht im Zukunftsprogramm? Was sind die zentralen Antworten, die wir geben können für die Zukunft? Da ist eine Antwort in 90 Minuten drauf, ne? So viel haben wir jetzt leider nicht, wir wollen ja noch Urlaub. Aber haben wir nur 90 Sekunden Zeit? Nein, ich will euch ganz deutlich sagen, dass wir Zukunftsmissionen aufgeschrieben und haben und eine ist ganz entscheidend, das ist der Klimawandel. Die Klimakrise zu stoppen, ist eine Menschheitsaufgabe. Unsere Industriearbeit innovativ und zukunftsfähig zu erhalten, gute Arbeit zu erzeugen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, klimaneutral zu produzieren. Das ist eine Riesenaufgabe und wir haben uns noch mehr Aufgaben vorgenommen. Für diese Veränderungen braucht es Respekt, dass die Menschen wissen, wir gehören dazu, wir werden einbezogen, wir können mitgehen, wir können mit Mut und wir können mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Das ist der Weg der SPD, eine Gesellschaft des Respekts als Grundlage für Veränderung. Herr Norbert, das Besondere an diesem Programm ist, dass es ja nicht nur einen Blick auf die nächsten 4 Jahre richtet, sondern dass wir schon den Gestaltungsanspruch haben für die 2020er Jahre. Und wir haben ganz viel konkrete Ideen und Ziele aufgeschrieben in diesem Programm, wie wir die Aufgaben der Zukunft lösen wollen. Von Armin Laschet, dem Unionskandidat, haben wir gehört, dass er die Wirtschaft einfach mal so machen lassen will. Ist das eine gute Idee für die Zukunft unseres Landes? Nein. Ich soll eine kurze Antwort geben. Ein bisschen länger darf es schon sein, Norbert, bitte. Wo ist der Unterschied zwischen unserem... 10 Sekunden, um zu sagen, hallo Köln, ich finde es so toll, heute wieder hier zu sein bei euch. Das ist erstmal das Erste, was ich sagen muss. So, und dann, wir haben jetzt mit zweierlei Sachen zu tun oder Personen zu tun. Das eine ist, wir haben einen Kanzlerkandidaten,
bei dem mittlerweile die ganz große Mehrheit in Deutschland sagt, auf den kann man sich verlassen, bei dem weiß man, wenn der auf dem internationalen Parkett unterwegs ist, dann funktioniert das, da müssen wir nicht jedes Mal dabei sein und uns die Unterlagen vorher angucken, aber die auch alle behält. Und der kann verhandeln und das ist jemand, der wirklich auch sozialdemokratische Politik da, wo er gehandelt hat, umgesetzt hat. Und dann haben wir einen, das sagst du gerade, von dem wissen die Leute, der ist ein Risiko, wenn der Deutschland anderswo vertritt. Und der ist ein Risiko für den Wohlstand und für die Arbeit hier im Land, weil er einfach alles schleifen lassen will. Der Mann besteht keinen Stresstest, sobald es Panik gibt, wechselt er jeden Tag die Strategie, jeden Tag hat er einen neuen Vorwurf. Er macht das, was man Negativ-Campaigning nennt. Ich habe nichts Eigenes, aber ich werde schon die anderen schlecht machen. Und laufen lassen, das war noch nie ein Rezept. Und laufen lassen, jetzt in der Zeit, wo wir wirklich nicht beschließen können, die Klimakrise ein Jahr zu vertagen, das wäre echt fatal. Deswegen brauchen wir eine Regierung, die jetzt, wenn sie nächsten Sonntag gewählt wird, anpackt, loslegt. Und da geht es genau um diese großen Dinge, die über die Legislaturperiode hinausgehen. Das ist mehr als 4 Jahre. Wir brauchen Mobilität, wir brauchen Trassen für erneuerbare Energien. Wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Mobilität, die Umstellung auf Elektrofahrzeuge angeht. Das sind alles keine Sachen, die man morgen anfängt und die übermorgen fertig sind. Aber man darf nicht erst in einem Jahr oder noch später anfangen, dann wird da nie was draus. Rolf, als Fraktionsvorsitzender erlebst du ja jeden Tag im Parlament die Auseinandersetzung mit der Union mit. Warum ist es jetzt an der Zeit, dass die CDU und CSU auf den Oppositionsbänken Platz nehmen? Ich meine, das ergibt sich für jeden selbst, für das, was sie nämlich eben nicht geleistet hat für unser Land. Aber ich will gerne darüber sprechen, was die Sozialdemokratische Partei und die SPD-Bundestagsfraktion für dieses Land getan hat. Wenn ich mich von der Union erholen muss, tue ich das in Köln und tue ich das auch gerne in Köln. Diese Chance haben nicht alle meine 152 Kolleginnen und Kollegen in der SPD-Fraktion. Deswegen will ich erstmal sagen, wir haben etwas verändert in diesem Land. Wir haben versucht, für soziale Gerechtigkeit zu streiten, wenn man das BAföG nimmt, die Ausbildungsmindestvergütung. Wir haben uns gegen die Leiharbeit gestemmt, gerade vor dem Hintergrund, was alles in der Fleischindustrie passiert ist. Wir haben die Grundrente eingeführt und endlich ein Lieferkettengesetz beschlossen. Und das sind 152 Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag hart dafür arbeiten und zusammen mit den beiden Parteivorsitzenden, mit dem Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei auch den Stolz zurückgegeben hat, für dieses Land etwas anzupacken und erfolgreich auch sein zu können. Das ist mir erstmal ganz wichtig. Deswegen denke ich zuerst immer an meine Genossinnen und Genossen, an meine Kolleginnen und Kollegen. Naja, und wenn ich dann über die anderen nachdenke, dann habe ich etwas erlebt, wenn wir in diese schweren Verhandlungen im Koalitionsausschuss gegangen sind oder im Deutschen Bundestag, dass wir ihnen das abbringen mussten. Manches haben wir nicht geschafft. Wie zum Beispiel, dass eben Mieterinnen und Mieter eben nicht weiter belastet werden, dass wir ihnen eben garantieren wollten, dass die Vermieter für den höheren CO2-Preis die Verantwortung tragen, um die Modernisierung und viele andere Dinge auch voranzubringen. Ich sehe die Justizministerin, die eben versucht hat, ein Demokratiegesetz, ein Demokratiefördergesetz durchzusetzen gegen die Rechtsextremen in diesem Land. Und wir haben vor 2 Tagen erlebt, was es bedeutet, wenn Hetze hier passiert. Und da müssen wir uns auch gegen wehren. Und ja, ich habe eine Union erlebt, mit denen man schwer verhandeln muss. Und wenn überhaupt was von ihnen gekommen ist, dann wollten sie immer steuerliche Vorteile für andere kassieren. Und am Anfang war mir das ganz suspekt gewesen. Was machen die da? Warum machen die das? Und wo ich dann erlebt habe, dass sie auch die Partei der Maskendealer sind, ist mir aufgefallen, in welche Richtung eine Union dieses Land treiben würde. Und das müssen wir am Sonntag verhindern.
danke an Rolf. Lars, du bist unser Kampagnenleiter und du hast gesagt, du möchtest in diesem Wahlkampf Dinge anders machen. Vielleicht auch anders als in bisherigen Wahlkämpfen. Und du hast gesagt, du willst überraschen mit dieser Kampagne. Wie habt ihr das gemacht? Wie haben wir das gemacht? Also wir haben erstmal analysiert, was in den letzten Wahlkämpfen nicht so gut gelaufen ist. Und ich sage, also ich gebe zu, natürlich haben die anderen auch geholfen. Also ich glaube, im Adenauerhaus haben sich unsere Fehleranalyse angeguckt und arbeiten die jetzt ganz gut nacheinander ab und machen das alles, was wir falsch gemacht haben. Aber ich glaube, das Größte und Überraschendste in diesem Wahlkampf, und da bin ich wahnsinnig stolz drauf, und da stehen hier neben mir drei Personen, die da maßgeblich mit zu beigetragen haben, aber auch hier vorne sitzen viele. Wir sind eine geschlossene Partei. Wir stehen alle hinter Olaf, wir kämpfen. Und das ist doch das. Das ist doch das, wo ich gerade merke, wie stolz die Menschen sind. Ich weiß noch, Thomas Kutschaty hat mir neulich gesagt, er hat die SPD lange nicht mehr so optimistisch, so fröhlich, so geschlossen erlebt. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, allen jeden Tag auch Spaß macht und was uns durch einen anstrengenden Wahlkampf trägt. Und dann haben wir natürlich ganz viele Sachen organisatorisch anders gemacht. Wir haben Kanzlerkandidaten frühzeitig aufgestellt. Wir haben das Programm zusammengeschrieben. Wir haben eine Agentur mit dem Raphael Brinkhardt, wo ich finde, das hat sich richtig gelohnt, dass wir eine Agentur geholt haben, die auch gesagt hat, wir machen mal ein paar Dinge mutig und anders. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass die Partei diesen Wahlkampf führt. Vielen Dank, Lars. Saskia, Lars hat es eben auch schon gesagt, die SPD ist geschlossen, fast wie nie, und Laschet muss ständig Angst haben, dass mit jedem Interview, das Markus Söder gibt, er ihm wieder in den Rücken fällt. Wie habt ihr das gemacht, diese Geschlossenheit als Parteispitze wieder herzukriegen? Ja, da haben wir nicht an den eigenen Fehlern analysiert, sondern schon auch an denen der anderen. Wir haben gesagt, wir machen einen umfangreichen Auswahlprozess um den Parteivorsitz. Und als die Entscheidung da war, als die Mitglieder gesagt haben, wir wollen, dass Norbert und dass Saskia die Partei führen, haben wir beide am Tag danach gesagt, so, und jetzt führen wir die Partei zusammen an ihrer Spitze und an der Basis. Uns kommt es darauf an, dass alle wieder den Stolz auf die SPD entwickeln können und dass wir gemeinsam voranschreiten, dass wir nicht mehr gegeneinander agieren, sondern nur miteinander für ein gemeinsames Ziel, nämlich die Bundestagswahl zu holen. Und sieht ganz gut aus. Norbert, eine wichtige Rolle in dieser Kampagne spielen ja auch unsere 400.000 Mitglieder, die ja auch richtig beteiligt worden sind. Wenn du jetzt mal spürst, wie hat sich so der Zusammenhalt der Mitglieder und auch der Blick der Gesellschaft auf die SPD in den letzten Monaten, in den letzten Wochen verändert? Was hast du da festgestellt? Also erstmal ganz wichtig ist, es hat sich nicht erst verändert, seitdem die Umfragewerte besser sind. Sondern das Schöne war, im vergangenen Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren zu sehen, dass das, was wir in der Spitze der SPD geschafft haben und auch ein Stück vorleben, sich wirklich verbreitet eben auf alle Ebenen der Partei. Und wenn ich heute, und bin ja im Moment, wie ich das so schön nenne, auf Verstecktour, verstecke mich ja jeden Tag irgendwo anders und bin seit Montag nicht mehr zu Hause gewesen, war in Süddeutschland, Norddeutschland und bin jetzt hier, und bin jeden Tag irgendwo anders, und überall, wo ich hinkomme, merke ich, da stehen auch Leute, die sagen, wir haben hier früher auch schon mal in zwei verschiedenen Ecken des Raumes gestanden und haben gesagt, die anderen, die sind irgendwie anders drauf als wir, waren zwar eine Partei, aber dass das jetzt sozusagen sich versammelt hinter dem, was wir zusammen auch in Berlin gemeinsam machen, das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und ich komme gerade jetzt, die letzte Station heute noch war in Gelsenkirchen, bestimmt ein schwieriges Pflaster, wo die Leute mir sagen, sag mal, wir haben hier nie mehr am Stand gestanden, wo die Leute kamen und sagten, Mensch, wir beschimpfen euch nicht, sondern wir haben Fragen, wir haben Anregungen, wir sind Wechselwähler, wir haben nicht jedes Mal die SPD gewählt, aber dieses Mal ist es die SPD. Und das merken die doch selbst, und die Art und Weise, wie man dann zusammensteht, wie es einen aufbaut, das macht nicht nur Mut, das macht einfach auch den Optimismus, dass wir am Sonntag als Nummer 1 über die Ziellinie gehen werden und den Kanzler dieser Bundesrepublik Deutschland stellen werden. Danke, Norbert und Rolf.
läuft. Ja, du hast es vorhin gesagt, die SPD hat auch viel erreicht in dieser Koalition. Aber warum ist es wichtig, dass jetzt ein Sozialdemokrat, dass jetzt Olaf Scholz an der Spitze der nächsten Bundesregierung steht? Nun, das liegt auf der Hand und ich bin auch fest überzeugt, die Menschen spüren das. Wir stehen vor enormen Herausforderungen. Es gibt Menschen, die über Transformation, über den Umbau der Arbeitsgesellschaft und der Wirtschaftswelt nicht nur nachdenken, sondern sich ergreifen wollen. Und da habe ich Olaf Scholz als denjenigen erlebt, der eben versucht hat, in dieser großen Koalition die Union davon zu überzeugen, zum Beispiel viel stärker über erneuerbare Energien nicht nur nachzudenken, sondern sie dann mit uns auch anzupacken. Und das wollten die nicht. Und deswegen sage ich, wir haben einen klaren Plan für Deutschland, aber wir haben eben auch einen Plan für ein sozialdemokratisches Jahrzehnt. Weil dieses Jahrzehnt kann ohne Sozialdemokratie, ohne soziale Gerechtigkeit nicht den Menschen das bieten, wofür wir eben in unserer Parteigeschichte auch angetreten sind. Auf der einen Seite für die Emanzipation in der Arbeitswelt, auf der anderen Seite die Emanzipation insgesamt in der Gesellschaft. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das eben nur ein Sozialdemokrat kann. Und das wird Olaf Scholz tun. Er wird dieses Land auf der einen Seite erneuern, aber auf der anderen Seite genauso stark halten, wie wir jetzt sind. Und das ist das Versprechen, was wir auch am Sonntag abgeben. Lars, wir haben schon gehört, die SPD hat ein optimistisches Zukunftsprogramm gemacht, was in die Zukunft blickt. Und wir wollen jetzt nochmal auf unsere 299 Bundestagskandidatinnen und Kandidaten gucken, von denen ja über 100 unter 40 sind. Und ich weiß, heute sind ja auch ganz viele junge Leute hier in Köln unterwegs. Was hat die SPD für ein Angebot für die Zukunft mit diesen jungen Kandidatinnen und Kandidaten? Also ich darf das einfach mal sagen. Ich glaube, das gilt für uns alle vier hier vorne, auch für Olaf. Wir sind total stolz darauf, dass wir über 299 Kandidatinnen und Kandidaten 109 haben, die unter 40 sind. So, und das ist etwas, was in der SPD ja nicht passiert in einem Konflikt der Generationen gegeneinander, sondern wir machen das zusammen. Ich weiß noch, als ich meine erste Fraktionssitzung hatte, da war Franz Müntefering Fraktionsvorsitzender und der setzte sich nach der Fraktion neben mich. Wir haben gesagt, Lars, es gibt einen Satz, den musst du dir merken. Für die SPD gilt, die Grenzen in dieser Gesellschaft verlaufen nicht zwischen alt und jung, sondern zwischen arm und reich. Und das musst du dir beherzigen als Sozialdemokrat. Und das ist das, was unsere Partei ausmacht. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass wir den Blickwinkel von so vielen jungen Menschen jetzt auch in die Fraktion reinbekommen. Ich meine, heute sind die Fridays for Future auf der Straße. Und das ist doch richtig, dass junge Leute sich engagieren, dass sie kämpfen für ihre Rechte, dass sie auf der Straße sind, dass sie Stimmung und Stellung beziehen. Und ich sage euch aber auch, wir brauchen diese jungen Menschen auch in unserer Fraktion, im Parlament, wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um die Vielfalt dieser Gesellschaft geht, weil auch das stimmt ja. Es sind ja nicht nur junge Menschen, sondern da sind auch ganz viele dabei mit Migrationsgeschichte. Und wie wichtig ist das bitte, dass die auch im Parlament sitzen, dass die eine Stimme haben, dass die mitentscheiden. Also ich bin sehr stolz und glaube, wir kriegen eine tolle nächste Bundestagswahl. Vielen Dank an diese Runde. Wir sind auch schon am Ende dieses ersten Talks, aber ich möchte euch bitten, vielleicht in einem Satz nochmal den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern und den Kölnerinnen und Kölner und den Gästen nochmal vielleicht zwei Sätze mit auf den Weg zu geben für die nächsten 48 Stunden bis zur Wahl. So viel Zeit haben wir noch. Bitte, Saskia. Wir haben in den nächsten Stunden nochmal Gelegenheit, den Menschen da draußen, den Wählerinnen und Wählern, den Unentschlossenen und unseren Wählerinnen und Wählern zu sagen, geht wählen! Wählt demokratisch, wählt sozialdemokratisch. Wir haben ein sozialdemokratisches Jahrzehnt vor uns und wir werden die Wahl holen. Ja, wir erleben unter den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern in Berlin überall eine super Stimmung, eine unglaubliche Zuversicht, diese Wahl zu gewinnen. Aber die Wahl entscheiden nicht wir.
Die Wahl entscheidet ihr und die Wahl entscheiden die Menschen, die ihr ansprecht, die Wählerinnen und Wähler am Sonntag. Die sind der Souverän. Und das, was wir erlebt haben, jetzt in den letzten Wochen und Monaten rüberzubringen, deutlich zu machen, wir haben den Plan. Wir haben das, was für dieses Jahrzehnt notwendig ist, wo vieles sich ändern wird und trotzdem die Menschen Sicherheit haben wollen. Denen das zu erzählen und gleichzeitig zu sagen, wie viel Planlosigkeit auf der anderen Seite vorhanden ist, wie zerstritten CDU und CSU sind, was allein am Sonntag vermutlich abläuft, wenn nicht alles danach Plan läuft. Lasst uns das alles nochmal den Nachbarn, den Freundinnen und Freunden, den Verwandten sagen, dann bin ich sicher, dass das, was die Umfragen jetzt zeigen, auch Ergebnis am Sonntagabend sein wird und die SPD vorne liegt bei der Bundestagswahl 2021. Ich würde gerne einfach die Gelegenheit ergreifen, und ich hoffe auch im Namen von Senna, Marion und Karl, die hier in Köln als Direktkandidaten antreten, dass ich mich bei unseren Mitgliedern ganz herzlich bedanke. Denen brauche ich nicht was zu sagen, sondern die sind alleine am Stand. Die hängen die Plakate auf, die machen Hausbesuche, die sind unterwegs. Und das ist etwas, was ich als Dank zurückgeben will. Das ist der Schwung, den wir brauchen. Und darauf kommt es am Sonntag an. Und dann sind auch die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler auf unserer Seite, weil sie eben sehen, mit welchem großen Engagement, Überzeugung und Stolz diese sozialdemokratische Partei für unser Land arbeitet. Vielen Dank dafür.